Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Binding of Isaac Afterbirth Plus. In der letzten Folge haben wir, glaube ich, Samson gespielt, wollten zum Megasaturn, haben wir nicht geschafft, aber Delirium haben wir besiegt und wir haben sogar eine Winstreak von 2, was voll gut ist. Und heute spielen wir, glaube ich, mal den Keeper, weil ich sonst mit allen voll viel Zeug habe, außer mit dem Keeper. Ich glaube, wir werden unsere Winstreak wieder verlieren, weil ich jetzt den Keeper spiele, vor allem, weil ich jetzt so lange halt kein Isaac mehr gespielt habe, weil ich mit Forager zu tun hatte. Aber gut, wir probieren es einfach mal aus. Hier, cool, ja, ganz toll. Der Keeper ist immer toll. Weil der Keeper hat 3 Schüsse und ist dadurch ganz stark und toll und so. Ach ja, muss ich den Keeper nochmal erklären? Ich mach's ganz kurz. Also der Keeper hat 3 Dinger hier zum Angreifen, weil einige neue Leute jetzt dazu gekommen sind. Durch Forager, vielleicht kennen die Isaac nicht und gucken jetzt hier zum ersten Mal rein. Also hier, ja, der Keeper hat 3 Angriffsdinger und der kriegt keine Leben dazu. Das heißt, wenn ich dieses Herzding hier jetzt aufsammeln würde, dann wird er kein Leben dazu bekommen. Wenn wir Glück haben, dann kriegen wir noch irgendwie eine Devil-Deal. Also, wie hieß die nochmal? Joker? Eine Joker-Karte. Ich weiß wirklich gar nichts mehr über dieses Spiel. Mal gucken, ob ich reinkomme. Aber ja, wenn wir eine Joker-Karte bekommen könnten in der ersten Ebene, das wäre... Oh Gott, das wäre ganz toll. Weil dann könnten wir da eventuell ein Leben opfern und uns dann das Herz da holen. Und dann haben wir keinen Nachteil davon, dass wir den Devil Deal mitgenommen haben. Ansonsten ist der Keeper nämlich so angelegt, dass er immer nur 2 Herzen haben kann. Der macht mir Angst. Der Typ hier. Egal. Heißt, wenn ich jetzt dieses Herz einsammeln würde, dann wird mir das überhaupt gar nichts bringen, sondern es wird mir einfach nur ein Herz mehr geben. Aber nicht so, wie ihr das denkt, sondern anders. Ja, ja. Gut erklärt, Dizzy. Danke. Ach man, also ich würde keine Münze mehr bekommen. Ihr habt vielleicht gerade gesehen, ich habe Leben verloren, dann verliert man eine Münze und wenn man dann eine Münze aufhebt, dann kriegt man wieder ein Leben dazu. Das ist der Keeper und Keeper ist blöd, weil der hat dann pro Raum immer nur 2 Leben und ist damit quasi wie The Lost, der auch quasi 2 Leben hat, wenn man dieses blaue Kreuz hat. Und dementsprechend nicht so stark und blöd und alles kacke, ich mag den nicht. Deswegen habe ich auch bisher am wenigsten mit dem freigeschalten. Ich habe sogar mit The Lost mehr. Alle Charaktere sind besser als dieser blöde Keeper. Der ist so dumm. Jetzt ohne Witz. Aber bald kommt ja das neue DLC raus. Das wird ganz toll. Ach ja. Und ich wollte euch gerne mal fragen, Leute. Habt ihr DSDS geguckt? Lief ja jetzt an Samstag das Finale, glaube ich. Und ja, ich spoilere das jetzt einfach mal. Ist sowieso egal. Wenn ihr es geguckt habt, dann habt ihr es geguckt. Und man guckt DSDS sowieso nicht nach, oder? Da hat dann der Darwin gewonnen. Und ich muss sagen, ich mag sein Lied richtig gerne, dass er da am Ende... Wir waren schon im goldenen Raum, na dann müssen wir ja nichts mehr machen. Na, wir können das Herz mitnehmen, aber nö. YOLO. Mir egal, ich gehe weg. Ja, ich mag seinen Endsong. Ich habe das sogar in meine Spotify-Playlist reingetan, in die ich gerade am liebsten höre sogar. Und das muss schon was heißen, Leute. Oh Gott. Da habe ich meinen Devil Deal erstmal kaputt gemacht. Auch immer richtig gut sowas. Ja, gefällt mir. Er war auch am besten. Ich muss sagen, ich fand den Nick auch ganz gut. Die Leute, die jetzt so gar keinen Plan von dieser DSDS-Staffel haben, die wissen jetzt gar nicht, wovon ich rede. Ich halte das auch kurz. Aber das war auch die erste Staffel DSDS, die ich tatsächlich mal wieder mitverfolgt habe. Das habe ich zwar auch schon in Forager erzählt, aber YOLO. Ich kann mir vorstellen, dass viele, die Isaac gucken, nicht Forager gucken. Deswegen YOLO. Ja, ja. Habt ihr es geguckt, Leute? Und wenn ja, wen fandet ihr am Ende am besten? Ich muss sagen, bei der vorletzten Folge... Da fand ich tatsächlich die, ich vergesse immer ihren Namen, ich glaube Joanna heißt sie, da fand ich die am besten. Da hat sie nämlich das von den Spice Girls gesungen, dieses I tell you what I want, what I really, really want. Und das hat sie voll cool gemacht und ich hatte sowieso einen Ohrwurm schon bevor sie es gesungen hat von dem Lied. Das habe ich da irgendwie neu entdeckt und dann singt sie das auch noch und dann, keine Ahnung, da habe ich sie sofort geliebt. Und da war alles cool. Aber ich glaube, das war gar nicht die vorletzte, ich glaube, das war die vorvorletzte Folge, egal. Auf jeden Fall fand ich das ganz toll, dass sie es gesungen hat, weil ich das Lied gerade so doll mag. So war das, Leute. Und jetzt hat der Darwin gewonnen. Ich bin gespannt, ob man von dem länger was hört als jetzt sein Siegersong, ob er danach noch weitermacht. Weil normalerweise ist das ja so bei DSDS, dass die Leute da dann gewinnen, dann ihre eine Single da raushauen, die dann auch meistens Platz 1 wird. Und dann versinken sie in der Vergessenheit. Irgendwie so, ja, ja. Voll lame. Ich habe ja auch mal angeguckt von Popstars, das ist ja auch so eine Serie, aber ich glaube auf... Keine Ahnung. Vox vielleicht? Hört sich an wie ein Vox-Format. Wo ja auch Monwars und so ein Kack gefunden werden. Oder so Boybands und Girlbands werden da gesucht. Und da gibt es einen Wikipedia-Artikel. Und ohne Witz, 90% der Bands, die da entstanden sind aus diesen Serienstaffeln, haben sich nach nicht einmal einem blöden Monat auseinandergezogen.
Das war locker falsch gesagt, aber die haben sich einfach getrennt. Nach nicht mal einem Monat. Müsst ihr mal gucken, den Wikipedia-Artikel von den Popstars-Bands, die es da gibt. Das ist so lächerlich. Also, die haben vielleicht auch nur eine... Shit, ey. Hier, Judgment, gib mir irgendwas. Ich hab leider keine Bombe. Die haben vielleicht ein Lied zusammen gemacht und dann haben sie sich einfach getrennt. Also entweder die dachten sich, ja, nee, lohnt ja nicht. Die hier, alles blöd. Hört ja keiner unsere Musik. Keiner interessiert sich für Popstars. Was ist hier los? Dann haben sie sich getrennt. Aber irgendwie auch logisch, dass sie sich trennen, weil in der Staffel selber, da sind sie ja gegeneinander. Müssen gegeneinander die ganze Zeit kämpfen und sich durchsetzen und was weiß ich, auch gegeneinander irgendwelche Challenges bestehen und so ein Kack. Und dann am Ende sollen die plötzlich zusammenarbeiten. Das kann ja gar nicht gut gehen. Richtig komisch. Ich glaube, die erfolgreichste Band aus diesen Popstars-Ding war tatsächlich Monrose. Die haben sogar ein paar Jahre überlebt und die haben, glaube ich, auch 3 Nummer 1-Hits gemacht. Fand ich auf jeden Fall witzig, dass sie sich alle so schnell aufgelöst haben. So, wir haben leider gerade nur ein Leben. Das ist super dumm. Und wir sind jetzt auch in der letzten Ebene, wo wir leider den Swallowed Penny bekommen hätten tun können. Richtig blöd, Leute. Der wäre nämlich richtig cool gewesen. Dann hätten wir zumindest die Chance, dass wenn wir getroffen werden, dass dann eine Münze auf dem Boden spawnt. Und wir wischen alle Münzen, heilen uns. Und deswegen ist das toll. So, wenn er mich einmal trifft, bin ich leider tot. Gut. Gibst du mir bitte den Schlüssel? Ich bräuchte den Schlüssel für den goldenen Raum. Das ist kein Schlüssel, aber auch okay. Haben wir noch irgendwas, was wir hier machen können? Wir können in den Stachelraum gehen, dann sind wir halt tot. Nee, shit. Tja, das ist blöd, Leute. Das riecht blöd. Wir haben keine Schlüssel. Warte. Nein, wir haben doch... Warte, was? Wir haben doch hier unten dieses Ding. Konnte man damit nicht umsonst irgendwo reingehen? Hab ich das richtig in Erinnerung? Ich glaube, damit kann man umsonst in... Ich weiß das gerade nicht. Ich glaube aber, damit kann man umsonst in goldene Räume und so reingehen. Das hätte ich ausprobieren müssen. Oder es macht nur das häufiger Schlüssel droppen, aber dann hätten wir ja ein paar Schlüssel. Macht also auch keinen Sinn. Muss gleich mal testen, ob wir Schlüssel verbrauchen, wenn wir in goldene Räume reingehen. Das muss ich echt mal gucken. So, noch eine Death-Karte. Why not? Wenn wir schon 2 davon haben. Oh, wir haben gleich 2. Wir haben noch eine Pille. Ja, liebt mich und tötet euch. Fresst euch alle gegenseitig. So, das ist wahre Liebe, wenn man den anderen auffrisst. Dann liebt man seinen ganzen Körper. So muss das sein. Ja, sonst habe ich noch, wenn wir gerade schon von Liedern reden und DSDS, ich habe Set It Off. Das ist eine coole Band, habe ich gerade für mich entdeckt. Die macht so, weiß ich nicht, so Semi-Emo-Musik. So Emo-Punk-Musik, keine Ahnung, ich mag sowas. So ein bisschen wie, wie heißen sie? Die Dead gemacht hat, also das Lied Dead und Black Parade. Wie heißen die denn nochmal? Die sind auch relativ bekannt. Shit. Ich hab die da vergessen. My Chemical Romance heißen die, glaube ich. Solche Lieder machen die. Chemical Romance kennt vielleicht einige von euch, vielleicht aber auch nicht. Keine Ahnung. Musikgeschmack ist ja anders, aber sowas mag ich voll gerne. So helle Stimmen, die aber so ein bisschen punkrockig drauf sind. Keine Ahnung, wie man das erklären soll, aber ja. Mag ich gern, finde ich toll. Set It Off ist eine tolle Band. Hört euch Set It Off an. Ja. Voll schade, dass sie nie nach Deutschland kommen. Obwohl die vor 4 Jahren, glaube ich, mal da waren. Für 100 Zuschauer oder so. Ach, da wäre ich gern dabei gewesen. Hätte ich die mal vor 4 Jahren gekannt. Das wäre toll, Leute. Schade, Schokolade. Dafür bin ich bald bei Hugh Jackman. Das wäre toll. Bei Wolverine. Da bin ich bald. Auf einem Konzert, weil der ist ja jetzt nicht mehr Wolverine, sondern ist jetzt nur noch... Ist jetzt nur noch ein Musical-Typi, der Musicals singt. Und das finde ich toll, weil der ist in einem meiner absoluten Lieblingsfilme, Greatest Show, mit drin. Und dann singt er da Lieder von dem und ich freue mich. Ist, glaube ich, in 2 Wochen oder so. Ja, Leute, guck mal, wir haben eine Bombe. Damit gehen wir in den Geheimraum. Und da ist bestimmt ein Schlüssel drin. Naja, fast. Können wir dann auch in den Shop reingehen? Ich weiß gerade nicht, was unser Trinket macht. Das nervt mich, ehrlich gesagt. Und wenn das jetzt tatsächlich so ist, dass wir in den goldenen Raum reingehen können damit, dann ist das mega sad. Weil dann hätte ich in der letzten Ebene das mitnehmen können. Web, egal. Aber von Set It Off höre ich die ganze Zeit zwei Lieder die ganze Zeit, irgendwie in Dauerschleife. Das eine heißt Why Worry. Und das andere heißt Wolf in a Sheep's... Wolf in a Sheep's Clothing heißt das, glaube ich. Beides coole Lieder. Gebt die euch mal, Leute, und sagt mir, wie ihr die findet. Ich finde die super Töfte. Meine Güte, ich bin zu schwach für diese Gegner hier. Die regenerieren sich zu stark. Oh, endlich mal einer weg hier. Das wird lange dauern. Vor allem, ich darf halt nicht getroffen werden. Jeder Hit ist kacke mit Keeper. Oh mein Gott, wie lange das einfach dauert.
Stirb jetzt! Es geht einfach nicht! Okay, komm hier. Das sollte ja wohl lang. 4 Bomben für die, danke. Aua, ich wurde trotzdem getroffen. Das hätte ich gleich am Anfang machen sollen. Okay, den einen Raum hier müssen wir noch überleben. Oh Gott. Ach du Scheiße. Das wird ja richtig eklig. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ah! Oh mein Gott, das war ja richtig assig. Okay, und jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwo rein. Nee, wir müssen trotzdem unsere Dings hier bezahlen. Vielleicht ist das nur für den Shop? Ah, wir kommen in den Shop kostenlos rein. Für den goldenen Raum müssen wir halt leider trotzdem bezahlen. Aber wir kommen in den Shop kostenlos rein. Das ist ja cool. So, eine Bombe. Oh, danke. Das ist cool. Und wir nehmen auf jeden Fall Spider-Mod mit, weil ich nehme immer Spider-Mod mit. Leider haben wir nur ein Leben. Wir müssen also trotzdem noch aufpassen. Oh Gott, hoffentlich kriegen wir noch eine Münze, bevor wir zum Boss gehen. No. Aber wir haben noch ein zweites Leben. Wo haben wir das denn her? Ah, wir haben Judas Schatten. Wird sich halt überhaupt nicht lohnen, wenn wir sterben. Oh, wir haben einen richtig coolen... Oh nein, das war so klar. Ja, jetzt ist lame, Leute. Jetzt sind wir zwar Judas, aber jetzt schalten wir halt nichts mehr für den Keeper frei. Und ich glaube, mit Judas haben wir schon alles. Oh, das wäre eigentlich gerade voll perfekt gewesen, unsere Tränen. Weil jetzt spawnen immer mal Münzen auf dem Boden. Oh Mann. Jetzt kann ich hier nichts freischalten. Das ist ja ultra lame. Ich guck gleich mal nach, ob wir noch irgendwas mit Judas brauchen, aber ich glaube nicht. Weil Judas ist einer meiner Lieblingscharaktere. Eventuell Delirium. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir mit Judas schon alles haben. Oh ne, Delirium fehlt. Okay, cool, dann können wir Delirium mitnehmen. Das ist cool. Okay, dann können wir wenigstens was freischalten. Dann bin ich nicht ganz demoralisiert. Das ist okay. Das ist okay, finde ich. Das ist vollkommen okay. Was aber nicht okay ist, Leute, dass mein Wasser, das aus dem Wasserhahn kommt, mit der Zeit anfängt zu stinken. Wie geht das, Leute? Würdet ihr das dann noch trinken? Also ich trinke ja sowieso mein Wasser immer nur aus dem Wasserhahn, weil das schmeckt irgendwie besser und man braucht kein Plastik kaufen, nur für Wasser und ja. Das Wasser hier, wo ich lebe, ist eigentlich ganz gut. Aber wenn das, keine Ahnung, so 6 Stunden rumsteht und ich dann an dem Wasser rumrieche, dann stinkt das mega, so als wenn das so abgestanden wäre. Ist das normal, Leute? Würdet ihr sowas noch trinken? Ich meine, es schmeckt immer noch gleich, aber es riecht halt so voll ekelhaft. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt keine körperlichen Beträchtigungen da irgendwie erfahren und das schmeckt halt auch ganz normal. Aber ob das so gesund ist, weiß ich trotzdem nicht. Ja, Leute, was seid ihr für Wassertrinker? Kauft ihr euch euer Wasser in Plastikflaschen? Oder füllt ihr euch euer Wasser aus dem nächsten Fluss ab? Oder aus dem nächsten, keine Ahnung, aus dem Brunnen? Holt ihr euer Wasser aus dem hauseigenen Brunnen? Oder wie macht ihr das, Leute? Oder trinkt ihr das so wie ich einfach aus dem Wasserhahn und denkt euch, yo, YOLO, YOLO, einfach den ganzen Kalk mittrinken, das säubert den Magen. Ach, keine Ahnung. Wenn man schon so viel Wasser trinken muss, dann will ich dafür nicht noch extra so viel Geld bezahlen. Und ich muss sagen, ich finde das Wasser aus dem Wasserhahn auch tatsächlich leckerer als das aus dem... Lull. Ja, ich bin gleich tot. Das ist nicht so cool. Als das aus dem Laden. Jetzt kommt der Kloxen gleich wieder an und sagt, ja, bei dem Wasser aus den Läden ist voll viel Mineralien und zu drehen und Mineralien sind voll wichtig. Blub, 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 blub. Mag sein. Aber dafür habe ich ja meine tolle Pille, die einfach 5 Milliarden Vitamine haben. Aber Vitamine sind keine Mineralien. Bla 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 bla. Ist ja gut. Wir sterben hier gleich, Leute. Ich sehe schon kommen. Hier, in diesem Raum werden wir 100, naja, 80, naja, 60, okay, 10%ig sterben. Wir sind nicht gestorben. Aber wir kriegen keine Leben. Da, Leben, Leben. Da kommen wir locker ran, oder? Wenn wir hier Bombe hinsetzen? Ja, perfekt. Aha, ich lebe noch einen weiteren Raum. Das finde ich gut. Aber ja, das hat mich auch beschäftigt, ob ich dieses Wasser noch trinken kann. Ganz komisch, vor keine Ahnung, 2 Monaten oder sowas, war in meinem Wasser halt, das ist so aufgeschäumt. Das Wasser aus dem Wasserhahn ist so ganz komisch aufgeschäumt. So als wenn da irgendwie Seife drin wäre oder sowas. Das war auch richtig strange. Jetzt haben wir mal unsere Joker-Karte, bisschen spät. Blauer Stein müsste ich eigentlich mitnehmen. Deswegen machen wir das. Klung, klung. Noch ein Lack ab. Nice, danke. Und sogar noch Lack gehabt. Wieso? Achso, wir haben ja unten gesprengt. Das macht Sinn.
So, what do we have here? What are you? Ace of Clubs. Hat, glaube ich, die Bomben verdoppelt? Nö. Shit. Meine Joker-Karte. Nein. Du kannst mir doch nicht meine Joker-Karte wegnehmen. Das ist doch dumm. Oh, ich dachte, Ace of Clubs hat ein doppelte Bomben gegeben, aber nope, es hat einfach nur alles im Raum in Bomben verwandelt. Toll, danke. Super. Dann hatten wir mal eine schöne Joker-Karte. Oh, wir haben aber eine 100%ige Chance auf den Devil-Deal. Da brauchen wir die Joker-Karte sowieso nicht, Leute. Wir kommen auch so klar. Wir kommen auch so klar. Naja, ich weiß nicht. Irgendwas stimmt mit unserem Abwasser hier nicht oder mit unserem Wasserhahn. I don't know. Ja, was sonst passiert? Meine PS3 ist kaputt gegangen. Was richtig behindert ist. Also da kommt zumindest kein Sound mehr raus. Bin ich blöd, Leute. Oh, das ist ein schöner Raum. Book of Secrets ist mega gut. Book of Belial halt auch. Das ist eigentlich alles mega gut. Einen müssen wir noch mitnehmen. Ich setze den letzten Schlüssel ein, einfach damit wir die Bookworm-Transformation bekommen. Und dann nehme ich, glaube ich, Book of Belial mit. Obwohl, nö, ich nehme Book of Secrets mit, oder? Ja, ja, Book of Secrets klingt ganz gut. Da kann immer mal Zeug rauskommen. Book of Belial wird uns halt stärker machen und wird auch unsere Chance auf Devil Deals erhöhen. Mm. Aber ein Devil Deal wird uns 3 blaue Herzen kosten, was super lame ist. Also lieber nicht. Und mit dem Buch, das wir jetzt haben, das kann uns auch ab und zu mal die Map aufdecken und so. Also eigentlich ist das ganz cool. Ist, aua, ganz nett. Yo, okay. Yo, was? What the hell? Wieso verliere ich hier so viele Leben? Oh, nö. Ja, aber Forager, Leute. Ich finde, nein, ich finde richtig gut, dass das so gut ankommt. Denn, ich stream das ja. Und wenn ich es dann gestreamt habe, dann habe ich das jetzt so gemacht. Ich habe das auch in Forager gefragt und keiner hat was dagegen. Und anscheinend werden die Folgen ja auch geguckt, wenn ich sie nach dem Stream nochmal so hochlade. Ich schneide die dann noch so ein bisschen zurecht. Und danke für den Schlüssel. Lade die dann nochmal als Parts hoch, weil ich weiß, nicht jeder kann im Stream zugucken. Und ich weiß auch, dass wenn ich den Stream so lasse, wie er ist und den hochlade, dass das nicht jeder gucken will, beziehungsweise keine Zeit hat, das zu gucken. Weil wer zur Hölle möchte bitte einen 3,5-Stunden-Stream an einem Stück gucken? Wer das will, der kann übrigens einfach in meine Stream-Playlist reingehen. Da ist er noch drin als ungelistet. Aber ja, wenn ihr einfach nur an dem Let's Play interessiert seid, dann ja, einfach die ganz normalen Forager-Parts. Die habe ich dann noch zurechtgeschnitten. Wenn da halt irgendwie langweilige Parts sind, was man ja im Stream nicht verhindern kann, dann habe ich die rausgeschnitten, hab's verschnellert und was weiß ich, was man da alles machen kann. Ja, damit das auch irgendwie da noch einen Mehrwert hat. Weil Stream und Let's Play sind halt doch nochmal was anderes. Ich finde, so normale Videos, die muss man halt irgendwie nochmal bearbeiten. Also, weiß ich nicht, wenn man einfach nur einen Stream hochlädt, dann kommt das für mich ein bisschen faul vor. Selbst wenn man das zurechtschneidet in 20 Minuten Parts. Ich finde, da muss man dann noch mehr machen. Sonst wirkt das irgendwie sehr, sehr faul, dass man einfach nur streamt und dann quasi doppelten Nutzen daraus hat. Habe ich jetzt zwar auch, aber keine Ahnung, ich stecke da halt trotzdem noch so ein bisschen Arbeit mit rein. Könnt ihr mir auch mal eure Meinung zu sagen? Aber die Aufrufe sagen eigentlich eine deutliche Botschaft. Deswegen lasse ich das so bei. Und ich finde das gut, weil Forager ist halt so ein Idle-Spiel, keine Ahnung. Ich kann da nicht die ganze Zeit nur rumlabern, was ich im Spiel mache. Das ist das schon ganz cool, wenn ihr dann dabei seid im Stream. Dann habe ich so ein bisschen Interaktion mit euch. Und ja, ihr gebt mir mal Tipps. Und da ich sehr vergesslich bin, vor allem in Forager, könnt ihr mir immer sagen, was ich überhaupt machen wollte und so. Da habt ihr mir schon ein paar Mal geholfen. Das finde ich richtig nett. Also Streaming Forager macht mir momentan auf jeden Fall mega Spaß. Und für alle, die dann da nicht sein konnten, für diese sind dann nochmal die Videos. Ist doch alles Tüfte. Ich fahre damit auf jeden Fall ganz okay, würde ich sagen. Und sorry, wenn ich schon hier mit Forager anfange, dass in letzter Zeit quasi nichts anderes mehr kam. Aber ja, ich habe halt gestreamt, dann hatte ich die Tage keine Zeit. Dann habe ich ja nebenbei noch mein Abitur, um das ich mich kümmern muss. Und dann muss ich die Forager-Parts immer noch schneiden. Keine Ahnung, da blieb wenig Zeit für andere Videos. Würde ich einfach mal so behaupten. Aber ich versuche jetzt in nächster Zeit auf jeden Fall wieder, also auf jeden Fall jeden Tag eine Forager-Folge rauszubringen. Und eventuell noch ein anderes Video, wie Isaac oder so. Aber das wahrscheinlich dann nur jeden zweiten Tag. Mal gucken, wie ich das geregelt bekomme. Aber jetzt ist ja auch erstmal 1. Mai, da ist frei. Obwohl ich trotzdem was für die Schule machen werde, aber
Egal. Theoretisch wäre frei. Ganz theoretisch. Aber ich bin sowieso im Rückstand mit der Schule irgendwie. Ich muss da mehr machen. Ja, ja. Und dann meckert immer noch die Agentur für Arbeit rum, dass ich mich doch endlich mal irgendwo bewerben soll. Obwohl ich nicht mal Geld von denen bekomme. Alles nervig. Aber ja, mir geht's soweit gut. Und wie geht's euch, Leute? Ah. Wenn wir gerade schon um Geld reden, letzte Woche irgendwie so einen Bug bei Amazon. Vielleicht sollte ich den ja nicht so sagen, aber Amazon weiß ja sowieso nicht, wie ich bei Amazon heiße, von daher geht das schon klar. Da gab es so einen Bug, einen Audible-Bug. Und zwar konnte man sich einen Probemonat Audible holen. Und in diesem Probemonat kriegt man immer ein Credit, nenne ich es mal. Da bekommt man einen Credit, dass man sich ein Hörbuch runterladen kann. Und irgendwie war da so ein Bug drin, dass man diesen Probemonat sich holen konnte, dann ein Hörbuch runterladen konnte, dann sofort seinen Probemonat wieder kündigen konnte. Au, richtig dummer Damage, danke dafür. Genau, dann konnte man sich das runterladen, konnte dann kündigen und dann sofort sich wieder einen neuen Probemonat holen. Und in diesem neuen Probemonat konnte man sich natürlich wieder ein kostenloses Hörbuch holen. Und das konnte man so oft machen, wie man wollte. Das war richtig krass. Ich habe das dreimal genutzt, habe ich mir drei Hörbücher runtergeladen. Ist garantiert illegal, aber egal. Haben sie inzwischen auch gefixt. Und bisher musste ich zumindest nichts nachzahlen. Ich hoffe, da kommt auch nichts. Ich habe nach dreimaligen aufgehört, weil irgendwie habe ich mich dann doch so ein bisschen schlecht gefühlt, dass ich die das ausnutze. Die haben jetzt vielleicht 45 Euro an mir verloren. Aber ich glaube, das kann Amazon, glaube ich, verkraften. Das ist so, als wenn ich... Keine Ahnung, als wenn ich den Kaugummi klaue, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht mal. Als wenn ich den ein Reiskrübel von ihrem Essen nehme. Ein Reiskorn. Sagen wir ein Reiskorn. Juckt die, glaube ich, nicht. Aber ich habe auch andere Leute gesehen, die da dann irgendwie 500 Titel runtergeladen haben. Ich glaube, da wird Amazon schon was machen, dass das zumindest, also dass das nachgezahlt werden müsste oder dass die zumindest ihr Amazon-Account oder so verlieren. Da hätte ich wirklich gar keinen Bock drauf. Das ist ja richtig kacke. Aber bisher lief auf jeden Fall alles gut und das fand ich witzig. Wenn wir schon bei Bugs sind, ich spiele auch so ein komisches Spiel gerade, wo man... Oh, Suicide King. Wo man... Nehmen wir erstmal mit. Ja, das ist so ein bisschen wie Shakes and Fidget. Aufgebaut. Shakes and Fidget kennen bestimmt einige von euch. Und da kriegt man so komische Münzen, wenn man ja, aktiv ist. Und diese Münzen werden aber zweimal im Monat oder sowas in Geld umgerechnet. Also echtes Geld, das man sich auch auszahlen lassen kann. Und da hatte ich auch einen Bug, dass ich einfach immer wieder diese Münzen bekommen habe. Eigentlich ist das so aufgebaut, dass man am Tag nur 5 Leute angreifen kann. Und wenn man dann in diesem Angriff gegen die Leute gewinnt, dann kriegt man halt so ein paar Münzen. Und pro Angriff sind das dann, keine Ahnung, 2 Cent oder so, die man bekommt. Und die werden dann am Ende aus... Naja, mehr, ich glaube 20 Cent sind das. Pro Angriff. Das sind dann 1 Euro pro Tag oder sowas. Das ist auf jeden Fall voll gut. Ich sag euch aber nicht, wie das heißt. Muhahaha. Und da hatte ich dann so einen Bug, dass ich jedes Mal neu angreifen konnte. Beziehungsweise ich musste nicht mal angreifen, sondern der hat einfach immer wieder mir diese Münzen gegeben. So als hätte ich meinen Kampf gewonnen. Finde ich doof. Und so habe ich dann richtig krass viele Münzen bekommen und die wurden jetzt umgerechnet und ich habe dann umgerechnet tatsächlich 77 Euro bekommen und die wurden tatsächlich heute auch ausgezahlt. Das ist einfach viel zu krass, aber ich beschwere mich mal nicht. Und davor hatte ich noch eine Auszahlung von 18 Euro. Mega krass, mit so einem komischen Online-Spiel. Finde ich auf jeden Fall heftig. Ich weiß nicht, sollte man vielleicht nicht machen. Bug-Using ist blöd, Leute, macht das nicht. Aber ich fand's ganz gut. Ja, ja, so ist das, Leute. Ich mache hier Bug-Using überall. Ich bin ein richtig illegaler Typ. Ich muss mein Geld zusammenhalten. Nicht, dass ich bald noch hier wirklich arbeiten muss. Das wäre ja schrecklich. Das wäre mega sad. So, gut. Wir müssen auf jeden Fall noch hoffen, dass wir hier irgendwie zu Delirium kommen. Das wäre mega knorke. Wir sind leider zu langsam für... Oh, wir sind... Ist das nichts Erlebende? Wo steht das? Ja! Oh! Oh, dann hätten wir uns vielleicht doch ein bisschen anstrengen sollen hier, dass wir ein bisschen schneller sind. Shit, wir hätten locker easy peasy den Bossrush machen können. Oh, hätte ich gewusst, dass das hier eine XL-Ebene ist.
Well, egal. Was haben wir hier? Oh, die, das ist, glaube ich, die gute, oder? Die gute Schere. Bist du die gute Schere? Ich glaube schon. Wir probieren es gleich mal aus beim ersten Boss. Wenn das die Schere ist, wo einfach nur der Körper weggeht und der Körper dann mit angreift, dann ist das mega gut. Ja, es ist diese gute Schere. Oh, ich liebe diese Schere. Die ist ultra gut. Oh, der Witz. Ich mag das. Ich mag das. Das ist sehr nett. Der Körper ist nämlich richtig stark. Jetzt haben wir den natürlich für Marm nicht, aber das passt schon. Ich glaube, wir sind auch so stark genug für Marm. Oh, das ist nur die normale Version von Marm. Alles easy. Au, okay. Danke, Mutter. Damit zeigst du mir, dass du mich liebst. Habe ich gerade eine Fliege dreimal getroffen? Aber diese kleinen Fliegen, die beachte ich doch nicht. So, wir müssen nur zu Delirium. Nee, warte. Ist unten rechts nicht Delirium? Nee, Hasch ist unten. Delirium ist außen rum. So, Polaroid mitnehmen. Ich hoffe, wir kriegen nochmal irgendwann ein zweites Leben. Dann könnten wir nämlich Suicide King einsetzen und werden mega stark. Das wird uns auf jeden Fall auch noch ultra stark machen, glaube ich. Momentan sind wir nämlich noch nicht so stark. Ich glaube, wir sind ein bisschen stärker geworden, dadurch, dass wir Black Judas geworden sind. Aber für The Womp langt das meiner Meinung nach noch nicht so richtig. Also ich wäre schon gern noch ein bisschen stärker. Also ein 10er Damage in The Womp ist eigentlich Pflicht. Finde ich. Aber man soll ja nicht meckern. Zumindest leben wir noch. Schade, dass wir halt als Keeper wieder gestorben sind. Aber Keeper ist sowieso blöd, Leute. Ich hätte jetzt hier schon locker verloren, wenn wir Keeper geblieben wären. Klong, klong, klong. Plusch, klang. Finde ich nicht so geil. Ich nehme es trotzdem mit. Kidney Stone. Das macht meiner Meinung nach ab und zu, dass wir keine Tränen schießen können. Und ja, nach einer Zeit lädt er sich dann so komisch auf und dann schießt man so ganz viele Tränen auf einmal, glaube ich. Das macht das. Und ansonsten macht es uns langsamer, warum auch immer. Ich weiß nicht genau. Ein Kidney Stone ist doch einfach nur diese Lebersteine, oder? Nee, so ein Gallenstein. Heißt Kidney Galle? Kidney ist aber... Hä? Kidney? Hier, jetzt haben wir das. Jetzt muss ich mich so komisch aufladen und wenn ich dann drücke, dann kommt da so ein Hagel aus Tränen raus. Ja, ist ganz nett, eventuell. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ich wusste nicht, dass es einen langsamer macht. Das ist ein bisschen doof. Hätte ich das gewusst. Aber wenn man das dann mal hat, dann kommt da natürlich so richtig krasser Scheiß raus. Weiß ich nicht. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ist jetzt nicht das Geilste, aber tut auch nicht weh, wenn man es mitnimmt. So, what do we have here? Nothing but cool Zeug. Okay, nee, der Kidney Stone nervt mich irgendwie. Weiß ich nicht. Ah, ich weiß nicht, ob ich den mag oder nicht. Ich gebe dir Kidney Stone eine 6 von 10. Please don't hurt me. Wir sind doch bald dieses Fliegending, oder? Wir haben schon zwei Fliegen. Wir bräuchten noch ein Fliegen-Item. Dann hätten wir unsere zweite Transformation, nämlich die Duke of Flies-Ding. Und ich glaube, da könnte man dann auch noch fliegen. Fliegen können ist immer cool. Unser Kidney ist hier wieder voll am Abgrooven. Irgendwie nervt das. Vor allem, dass das immer so random-mäßig kommt. Du kannst halt die ganze Zeit schießen, irgendwann hört er dann einfach auf und denkt sich so, ja, ich habe jetzt hier so einen Kidney Stone. Jetzt darfst du nicht mehr angreifen, ha. Richtig lame. Lol, was? Ich habe so viele Leben schon verloren? Okay, super lame. Ja, Leute, das tut mir leid. Ich dachte, ich hätte mehr Leben. Hä, wir hatten noch mindestens 6 Leben, als wir hier hingegangen sind, oder nicht? Egal. Wir waren sowieso nicht mehr der Keeper hier. Ich wollte als Keeper weiterkommen. Aber ich glaube, essentiell, um als Keeper das zu schaffen, in meinem State of Skill, ist, dass ich in den ersten beiden Ebenen auf jeden Fall den Swallowed Penny bekomme. Sonst habe ich da irgendwie gar keine Chance. Aber ja, dann war's das mit dieser Folge Isaac. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Und wenn ihr keine Folgen mehr verfassen wollt, auch ein Abo. Ja, bis zum nächsten Mal und tschüss. Ja.